Da drin ist er, wahrscheinlich. Das Versteck von Larius, der wahrscheinlich fliehen wird, weil ich muss ja schließlich noch irgendwie auch an seinen, zu seinem Turm hinkommen. Aber da drin wird er wahrscheinlich sein. Ich habe das Gefühl, die Hauptstory geht jetzt Schlag auf Schlag, weil alles andere ist erledigt. Wir haben alle Gebiete auf der Weltkarte erkundet, wir haben alle Nebenquests erledigt, wir haben alle Goldminen, wir haben, beziehungsweise Silberminen. Die letzte Quest, die halt noch fehlt, ist das mit den... hier mit den Gemälden. Da fehlt mir noch ein Gemälde, aber ich denke mal, das werde ich im Zuge der Hauptstory kriegen. Das heißt, wir haben alles erledigt und jetzt schauen wir mal, ob wir da reingehen und erst wieder rauskommen, wenn wir Baltur und Larius gefunden haben. Wenn sie da drin sind. Sie müssen hier einfach sein. Das Versteck ist bestimmt nicht unbewacht, sind wir vorbereitet, aber sowas von. Aska wird die Höhle nicht verlassen, bevor er sie vollständig erkundet hat. Stelle sicher, dass sich einige Heiltränke im Inventar befinden. Oi! Habe ich genug? Ja, komm, wir gehen rein. Wachen sein, kämpfen wir uns durch, bis wir bei Baltur oder Larius sind. Schwächliche Kaninchen im Bau, ich werde sie rausfleischen. Dann macht euch bereit, angegriffen zu werden. Buch finden, jeden töten, der mir im Weg steht. Wir werden hier nicht so einfach rein können. Hier wird es Wachen geben. Wir werden alles und jeden vernichten. Ich weiß nicht, ob ich genug dabei habe, aber ich meine, guckt euch an. Also Heiltränke auf jeden Fall genug. Ich hätte mir noch ein paar Blutsachen kaufen können. Hätte mir wirklich noch ein paar Blutsachen kaufen können. F5? F5 könnt ihr übrigens das Spiel zurücksetzen. F5 laden. Komm, wenn er das schon sagt... Wenn er das schon sagt, Zuflucht. Komm, da gehe ich jetzt auf Nummer sicher. Nicht, dass ich irgendwann in der Höhle bin und die dauert ewig lang und ich habe auf einmal wirklich keine Blutsachen mehr. Das bedeutet, Blut von allen. Ja gut, Elaine braucht ein bisschen. Der Werwolf sowieso. Nachtstahlstiefel, Blutrosensaft. Meine Retter, trinkt aus dem Blutfass, wenn ihr wollt. Gib mir mal ein paar... Also eine Blutessenz kostet 900 momentan. Gib mir aber 25% Blut. Ein Bluttrank gibt 300 Blut und... Also die kosten ungefähr dasselbe. Wie viel Blut ist es denn? Taschenrechner. So. Lass mich mal schnell rechnen. Gehen wir mal von Aska zum Beispiel aus. Also bei Aska zahle ich, der hat ungefähr 1700. Jetzt muss ich mal gucken, ob meine Mathekenntnisse klappen. Also 25% wären 425 Blut bei ihm. Wer hat denn am wenigsten? Elaine, 1350? Bei ihr, selbst bei ihr, sind 25% 337 Blut. Das heißt, die Blutessenz ist auf jeden Fall mittlerweile preiswerter, als wenn ich die Blutflaschen kaufe. Wir haben immer noch 421.000. Das kriege ich schon noch auf 999.000. Wartet nur ab. Mächtiges Heilpulver, 2.000 auf alle. Wisst ihr was, wir verkaufen jetzt mal. Das wird jetzt ein bisschen dauern, aber wir verkaufen jetzt mal. Moment, ich habe noch 21 von den Dingern. Wir verkaufen jetzt mal. Also Sachen, die ich wirklich gar nicht mehr brauche. Heilfiole 500. Ne, weg damit. Plus 1270 Stück, weg damit. 3000 und komplett, das ist in Ordnung. Blutessenzen behalte ich natürlich. Ja, 25, die hätte ich mir damals gar nicht kaufen müssen. 600 macht auch nicht viel Sinn. 99 normale Seelen, die Goldbarren können weg. Eignet sich nur noch zum Verkauf, aber ich kann es nicht verkaufen. Wertvoller Hammer, verkaufe ihn. 10.000, okay, warum nicht? Okay, ich kann das Ding nicht verkaufen, kein Problem. Wir können noch verkaufen. Da heißt es immer noch Selens versteckter Säbel. Den will ich immer noch nicht ausgeben, weil es halt Selens Säbel ist und nicht meiner. So, das kann weg. Magierbannsäbel. Trauerstahlsäbel. Chance auf Stille. Chance auf Brennen. Ich brauche das Geld zwar nicht, aber... Ah, Schmerzriss, der ist schon cool, weg damit.
Trauerstahlschwert. Also wenn es keine negativen Effekte hat, will ich die Schwerter sowieso nicht haben. Chance auf Schlaf, ne. Schade, dass ich den immer noch nicht verkaufen kann. Blutverseucher gibt Giftring, den behalte ich nicht. So, Rüstungen. Erhöht ein bisschen die Abwehr- und Angriffskraft, naja. Schwacher Magie verzauberte Kette, ne. Lernpunkte. Das gibt einfach 1400 HP, dieser Ring. Aber nee, HP alleine will ich nicht. Zerbricht die Kette und der Träger wird geheilt. Also die einmalige, sofortige Wiederbelebung. Schatten- und Lichtmagieresistenz. Das ist auch gut. Erstschlag brauche ich nicht. Heilige Führung war das ist das, was Valna hat. Aber Level 40 ist mir einfach zu wenig. Blutiger Schnitt könnte ich mir auch einbehalten, falls es einen Boss gibt, der... Aber wobei, ich hab Fleisch zu... Oder Stein zu Fleisch, oder wie der heißt. Den kann ich auch verkaufen. Weiter Schwung ist blöd. Blitzschadenimmunität, das ist nicht schlecht. Todesritterhelm, weiter Schwung. Naja, der wird ein bisschen was bei Valna bringen, den kann ich mir mal behalten. Vielleicht aber Blutring, den behalten wir uns auf jeden Fall. Immunität gegen Blutung, Brennen und Gift. Ja, warum nicht? Viele stolze Ritter tragen diesen Schild. Sehr wertvoll mit magischen 8300. Verdoppelt die Chance auf einen Gegenstand nach manchen. Moment mal. Gegenstände nach manchen Kämpfen finde ich aber cool. Wieso trägt es denn keiner? Verleiht Zauberfeuer? Nee. Ein einziges Mal auf der Welt verleiht elementare Zersetzung. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Immunität gegen Blindstille und Lähmung. Nee. Blizzard, weg damit. Erhalt das verdoppelte Gold von... Nee. Blutregeneration. Nee. Sehr wertvolles Amulett. Giftauge ist schon cool. Verkaufen. Chance auf Verwirrung... Lebenspunkte erhält aber Verdammnis, nee. Immun gegen Feuerschaden ist cool. 10 maximale Blutpunkte, nee. Reduziert Blutkopf 5%, aber erhält Blindheit. Kann ich mir mal behalten. Verleiht Zauber Todesbeben. Einfach verkaufen wird schon passen. Immunität gegen Schatten- und Eismagie. Träger erhält 20% mehr Heilung durch Gegenstände und... Ja, nee. 5%? Nee. Giftaura vielleicht. Giftklinge? Nee. Dunkelklinge? Nee. Schattenmagie-Schadenresistenz. Ja, warum nicht? Schattenmantel. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Verkaufen. Stachelaura verkaufen. Immunität gegen irgendwie Schlaf oder so. Reduziert Blut und Zauber 10%. Immun gegen Blutung und 5, der ist nicht schlecht. Immunität 10% mehr Erfahrung. Wieso trägt denen eigentlich keiner? Verwendeten Tränke haben eine stärkere Wirkung. Okay, jetzt habe ich mal einigermaßen verkauft. Das musste ich sowieso irgendwann mal machen. Also was ich auf jeden Fall haben will, ist Immunität gegen... Also was ich, wieso tragen wir das nicht? Verdoppelt die Chance, da geht der magische Angriff runter, aber das ist mir egal. Also doppelte Chance auf Zeug ist nicht schlecht. So, Blutpunkte reduziert aber die Lebenspunkte. Immun gegen Feuermagie, immun gegen Schatten- und Eismagie. Ja, zieh das mal an. Ja, der ist ein bisschen besser. So, Blutrennen, maximalen Blutpunkt um 50 und Aura der Blutstärke. Ja, das ist gut, das will ich, dass das jemand hat. Seltener Angriff erhöht Angriff und Geschwindigkeit. Immunität gegen Blutung und erhält mehr Erfahrung. Blutkosten für Zauber um 10% verringert. Ja komm, Giftaura. Ich will jemanden mit Giftaura haben und dem Rest... Was ist denn mit dem? Wieso? Dir könnte ich doch mal was ausrüsten. Immunität gegen Lichtschaden. Wobei, das ist nicht schlecht. Das sollte auch irgendjemand haben. Verwendeten Tränke haben eine stärkere Wirkung. Stachelaura, mehr Erfahrung. Blutkosten für Zauber um 10%.
Das würde vielleicht gerade bei ihm nicht schaden. Immunität gegen Blutung reduziert Blutkosten um weitere 5%. Er muss jetzt irgendwann, wenn es so weitergeht, für seine Zauberball gar nichts mehr bezahlen. Okay. Ich würde sagen, Zuflucht, Ursprungsposition, aber jetzt habe ich mal ein bisschen verkauft. Und jetzt habe ich auch Blutessenzen dabei, jetzt sind wir soweit. So, was immer da drin auf mich wartet, ich bin vorbereitet. Ja, hier ist der Eingang, das habe ich gehört. Wir gehen da jetzt rein. Sie sind da drin. Aska wird diese Höhle nicht verlassen. Wir gehen da rein. Okay, dann gucken wir mal. So, was haben wir denn hier für Viecher? Es sieht mir aber aus, als könnte man von denen Blut saugen. Das müssen wir jetzt mal testen. Jawoll, ja. Ja, okay. Ja, hier dieses Stein zu Fleisch oder so hätte ich mal machen können. Sehr schön, der Werwolf ist nicht vergiftet. Okay, testet aber trotzdem mal, ob wir von dem Blut saugen können. Das müssen wir jetzt einfach mal gucken. Ansonsten benutze ich den Zauber, dass ich von dem Blut saugen kann. Was? Das geht auch nicht. Zack, 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 zack. Ja, kriegt der Werwolf halt nochmal 500 Schaden. Ja, die Gegner sind kein Problem. Die Gegner sind kein Problem. Das ist aber anhand meines Levels, hätte ich mir das schon denken können. Oha, was haben wir denn hier noch? Ich hoffe, ich weiß gar nicht mehr, hatte irgendjemand den Zauber? Mal schnell schauen, hatte Aska nicht den Zauber? Ihr Massenfleisch zu Blut. Alle Gegner wandelt ungenießt. Blutsaugen entnommen werden. Je länger der Zustand anhält, umso stärker der Effekt. Ja, dann warten wir mal schnell eine Runde. Wer hat denn jetzt eigentlich Blutregel? Du? 17, ja. 5 Blutpunkte kostet noch der Regenschauer. Schwarzes Loch, ja, macht es mal. So, jetzt warten wir mal eine Runde und dann saugen wir mal Blut. Ich wünschte, der Werwolf könnte das auch. Boah, die geben ja Fäulnis. Ah, das halt sie aber gerade noch gegen... Okay, Elaine, jetzt will ich was sehen. Los, gib Blut, gib Blut! 135 nur! Ja, siehst du ja, desto länger der Effekt anhält, desto wirkungsvoller wird er. Also werde ich jetzt in der nächsten noch mehr saugen können. Okay, testen wir mal jetzt. Also 135 ist jetzt ein bisschen wenig. Jetzt müsste es 250? Ja, 270, ja, knapp daneben. Schön gemacht, Werwolf. So, lass den mal bitte am Leben. Wetten jetzt kritten sie beide. Ich wusste es! Ja, okay. Okay, egal. Wir kriegen noch genug Gegner zum Blutsaugen. Ich wünschte wirklich, der Werwolf würde auch rasend werden. Und würde dann auf einmal selbst das Blutsaugen anfangen. So könnte er sein Blut regenerieren. Ja, kein Problem. Nochmal. Wobei, lohnt sich das jetzt überhaupt, Massenfleisch zu Blut? Lohnt sich das jetzt überhaupt? Ja, sie hätte gleich in der ersten Runde Blut saugen können. Ich bin sowas von vorbereitet. Natürlich, der Werwolf ist natürlich. Wenigstens darf Elaine vor dem Werwolf ziehen, weil der Werwolf tötet die Viecher immer.
Oder? Ja, meistens. Pfah, normale Seelen lächerlich. Ich muss mal kurz gucken, für was ist eigentlich... Für welches Level ist denn die Hauptquest? Erkunde die Hülle, da steht überhaupt gar kein Level dabei. Das kann mir eh egal sein. Oh, was haben wir denn hier? Lecker, lecker, lecker. Ja, kommt von mir aus. Wird so lachen, wenn das irgendwann mal vergiftet ist. Und alle Vampire haben ihr komplettes Blut verloren, um sich den Krankheiten entgegenzusetzen. Sehr viel Wasserdampf hier unten, eine heiße Quelle. Ja, das habe ich in der Cutscene schon gesehen. Wir finden endlich Balto und das Buch. Spar dir deine Kommentare, wir sind auf der Jagd. Kommt nur her. Jetzt haben wir sowieso alle volles Blut. Alle Gegner verursacht Brennen und... Mach mal dein schwarzes Loch da. Ja, fast. Sind ich auf den Werwolf? Ja. Was? Magier hat die Magie reflektiert. Ach, schau an, das ist vielleicht irgend so ein Skill, den ich in der Halle der Opferung gekriegt habe. Dieses Gift macht so viel Schaden. Werwolf. Dünn, dünn, dünn. Ich finde es immer noch schade, dass man dem Werwolf nicht zumindest wie im Zweier ein Amulett oder so anlegen kann. Ja, ja, komm nur her. Ich werde alle Gegner mitnehmen. Alles. Boah, 6700. Ja, der Werwolf hat meistens immer so die Gegner, die eh nur noch 10 HP hatten. Und dann geht sein ganzer schöner Angriff immer verloren. Boah. Diese Verdammnisklinge. Okay, da will ich jetzt mal wieder was Ordentliches raushaben. Langsam geht es nämlich hier um Endgame-Equipment. Düstere Magie verleiht den Zauberfluch. Es reicht aber, wenn eine Person den hat. Aska hat ja momentan auch diesen Helm und das reicht mir schon. Ich will nicht den Helm des Verfluchens. Du hast mit Sicherheit noch interessantere Dinge. Ich habe gesagt, du hast mit Sicherheit noch interessantere Dinge. Kurzsäbel der Ketz. Moment mal, Zweifachangriff. Und er ist sogar stärker. Also er verliert zwar an Geschwindigkeit, aber Zweifachangriff. Ja, den gucken wir uns mal an. Natürlich ist die Verdammnisklinge immer noch besser gegen Vampire wegen diesem Debuff. Aber irgendwann kommt vielleicht Selene wieder zurück in meine Gruppe und die könnte auch einen guten Säbel gebrauchen. Da gehe ich mal nicht durch. Aber Zweifachangriff war, glaube ich, ein Rachepunkteangriff, oder? Es hieß doch Fertigkeit-Zweifachangriff. Hat er jetzt standardmäßig zwei Angriffe? Das testen wir gleich mal. Ja, testen wir das mal. Jetzt ist er langsamer, das ist schon in Ordnung. Nee, das ist schon eine Fertigkeit. Also ich muss die schon irgendwie im Fertigkeitsding anklicken. Ich habe die jetzt gar nicht gesehen. Ja, wir sind doch eh schon alle vergiftet. Zufluch, letztes Gefecht. Sechster Sinn, Werwolf, Qualvoller Babel, Fluch, Feuerball, Doppeldeckes Schlaf, Kühlen, Einschmitter, Schwäche, Prisma, Heilstigma, Fleisch zu Blut, Regenschau, Grüne,
Saugende Herzkristall. Moment mal, kann es sein, dass ich saugender Herzkristall gekriegt habe und nicht Zweifachschlag? Ein Gegnerstatus absorbiert vom Gegner jede Runde Lebenspunkte. Kann es sein, dass ich eine andere, dass ich das gekriegt habe? Mal gucken, wie viel das ist. Okay, das ist ein Debuff für 4 Runden. Wie viel heilt mich das? Okay, jetzt habe ich es nicht gesehen, weil er hat ja sowieso die andere Heilung drauf. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Also ich bin fast gewillt. Ich bin fast gewillt, neu zu laden und vielleicht einen anderen Säbel zu nehmen. Weil ich weiß nicht, wie viele von diesen Artefaktkisten ich noch finde. Da gibt es mit Sicherheit noch so viele interessante Gegenstände. Naja, der saugende Herzkristall ist schon in Ordnung. Der saugende Kristall, da ist schon in Ordnung. Belassen wir es mal dabei. Aber ich glaube, der gibt wirklich eine andere Fertigkeit. Also Zweifachschlag habe ich jetzt nicht. Der saugende Herzkristall kommt mir anders vor. Ne, den habe ich jetzt immer noch. Moment mal, jetzt habe ich genauso viel Zauber, dass alles voll ist. Jetzt ist immer noch alles voll. Ich weiß nicht, ob sich jetzt was geändert hat, aber auf jeden Fall kriege ich diesen Zauber nicht. Ja, nee. Nee, das laden wir neu. In diesen Kisten gibt es mit Sicherheit noch interessantere Dinge, aus denen ich auch wirklich noch was... Helm des Verfluchens? Weil wir sind jetzt mittlerweile auf einem Level, wo es bald keine besseren Sachen mehr gibt. Deswegen will ich jetzt wirklich das Beste rausziehen. Sowas zum Beispiel. Plus 176 Angriff und Trefferchance auf Gift. Genau sowas zum Beispiel. So, Walner ist auch froh, dass ich das gemacht habe. Moment, war da links ein Gegner? Nee. So, das gefällt mir gleich viel besser. So, komm her. So, dasselbe nochmal. Wie wär's denn mit... Ach, Blutsaugen muss keiner. Wisst ihr was, greift einfach an. Ja, greift einfach an. Komm, töte ihn! Autsch. Ja, mach mal Blutregen. Ja, mit der Waffe bin ich zufrieden. Vor allem hat's Trefferchance auf Gift. Das schadet auch mal überhaupt nicht. Werwolf, nein! Dann kriegt er den saugenden Herzkristall doch von seinen Runen. Ah! Uah. Dass der mal mit seinem Gammelangriff irgendwas getötet kriegt. Loot, Geheimnisse? Ja, komm her. Ja, komm, wir können ja mal Flächenzauber hernehmen. Alle Gegner verursacht Blind- und Frostbrand. Es lohnt sich halt überhaupt nicht. Gegen die paar Gammelgegner lohnt sich halt Zauber überhaupt nicht. Bitte nicht schon wieder den Werwolf. Ach.
Da verstecken sie sich wieder hinter 1000 Millionen von irgendwelchen Gammelviechern. Aber das mit Baltur kann doch auch noch nicht zu Ende gehen. Ich weiß doch von dem noch gar nichts. Ich weiß noch gar nicht, wie der in die ganzen Sachen verstrickt ist. Und stirbst du bitte am Feuer? Ja, nicht ganz. Ich weiß noch nicht, was es mit dem auf sich hat. Das muss mir alles noch erzählt werden. Oh, was haben wir denn hier? Na, kriegen wir doch gleich die nächste Chance. Schlangenbiss, die habe ich mittlerweile. Schlangenbiss, die habe ich mittlerweile. Stiefel des geronnenen Blutes. Kommen mir die nicht irgendwie bekannt vor? Ja, des geronnenen Blutes. Immunität gegen Blutung und 20% maximale... Ja, viel Spaß damit, Elaine. Da ist die Blutessenz nämlich gleich noch viel wertvoller. Die hier nämlich. Ja, die Stiefel sind in Ordnung. Höhle ist ganz schön groß. Weil Talarius hier drin verstecken, wird es schwer sein, sie zu erwischen. Fokussiert bleiben, nicht in einen Hinterhalt. Pah, die können machen, was sie wollen. Ganz schön viele Monster dafür, dass es hier ein Versteck ist. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Punkt geht an sich ja, genau wie in Elaines Versteck. Vielleicht einen weiteren Geheim- und Ausgang, das ist nicht mal zu denken. Wir müssen sie jetzt schnappen. Ja, das sehe ich ähnlich. Schwarzes Loch, da, zack. Jetzt schafft es der Werwolf hier mal eine Runde lang nicht vergiftet zu werden. Dann würde sich die Regeneration auch mal lohnen. Ja, noch sieht's gut aus. Jetzt kriegt er nämlich auch mal richtig viel HP zurück. Ja, das sieht doch mal gut aus. Bitte kein Gift, bitte kein Gift. Ja, sehr schön. Jetzt hat er mal richtig viel HP gekriegt. Schön. Ach, was haben wir denn hier? Moment, was ist denn mit dem... Sekunde mal. Wenn hier ein Text kam, dann bedeutet das, dass es in die Richtung wahrscheinlich weitergeht. Dann hätte ich mich vielleicht erstmal da oben umschauen sollen. Hier, Elaine, das ist nur für dich. Das habe ich nur für dich gemacht, Elaine. Weil dann geht's hier oben... Oh, wieso laufe ich auch noch durch? Ja, nur für dich, Elaine. Vergiss es, ey. Schön. Bin sowas von bereit, egal was hier auf mich wartet. Die können mir einen Hinterhalt stellen, wie sie wollen. So, jetzt habe ich immer noch 99 Seelen. Ich wünsche, mit denen könnte man doch irgendwas machen. Wie in Vampire's Dawn 1. War das im 2er auch? Wo man im Menü direkt mit den Seelen was machen konnte. Sie irgendwie Filar herbeizaubern oder so einen Heiltrank herbeizaubern oder so. Ja, schon wieder so ein Fast ist ja perfekt. Ah, das ist so richtig... Das ist so richtig für... Für meinen Geiz ist es richtig angenehm. Aber der Magier hat überhaupt gar keine Blutpunkte regeneriert. Heißt es nicht, wenn man an diesen Fässern trinkt, alle Vampire haben volles Blut? Das scheint aber nicht für den Magier zu zählen. Ich habe ja gerade getrunken und der hat kein volles Blut. Naja.
Ja, das trinke ich mal noch nicht. Okay, jetzt gehen wir aber... Moment, ist hier noch irgendwas? Was? Da muss ich ja durch. Okay, Moment mal. Auf der Seite ist gar nichts mehr. Das heißt, wir kommen hierher nicht mehr zurück. Also kann ich das ruhig gleich mittrinken. Ja, alle Vampire haben den Blutvorrat aufgefüllt. Aber jetzt hat er wieder volles Blut. Ach, wahrscheinlich hat er so viel Blut ausgegeben, um sich nach dem Kampf selber zu heilen oder so. Schätze ich mal. Okay, das heißt, hier unten geht's weiter. Ach, ja. Oha! Oh nein, die Menschlichkeit! Nein! Minus 48! Ich komme hier nicht mehr raus, oder? Ah, damit hätte ich rechnen müssen. Ja, okay, dann muss ich hierher halt nochmal zurückkommen. Ja, damit hätte ich eigentlich rechnen können. Dass hier unten noch so ein Pentagramm ist, damit ich es rechnen kann. Naja, so ist das Leben. Dann muss ich hier halt eben nochmal reinlaufen. Ich meine, die Gegner respawnen ja nicht. Da kann ich einfach durchlaufen. So, jetzt geht's dem Werwolf auch wieder gut. Ja, kommt, wo seid ihr? Kommt her. Jetzt riecht sie auch noch nach Schwefel. Sicher kein Versteck für einen Menschen. Selene erwähnte das Versteck von Larius, ja. Der Vampir, die Tätowierung auf der Brust hatte. Die wissen ja noch gar nicht wirklich, wer das ist. Drahtzieher vom Haus der Freudentränen. Das ist Larius. Nur einer von vielen Vampiren, die Tätowierung haben. Zig Soldaten des Heiligen Kreuzzugs haben sie auch. Weniger kann ich ihre Obsession zu diesem Kerl verstehen. Ja, Bruder und Schwester, das weiß er noch nicht. Dass sie ihn hasst, einer der Drahtzieher. Sie scheinen, je näher wir ihm kommen, mir besessener von ihm zu sein. Aber was interessiert mich deine Selene? Ich will nur das Halsband loswerden. Verantwortlichen für dieses Haus töten umso besser. Ja, das ist sicherlich kein normales Verlangen mehr nach Rache. Dazu kenne ich mich nur zu gut aus. Sie ist deine Geliebte, was sollen wir denn dazu sagen? Wir kennen ihre Motive nicht. Die sind uns auch völlig egal. Will sie nicht in meiner Nähe haben. Wenn ich Larius finde, bringe ich ihn um, ebenso wie Baldur. Ich brauche nur das Buch und die Bruchstücke. Gerettet, versklavt wohl eher. Sobald wir das Buch haben, sehen wir weiter. Oh oh. Diese verdammten Situationen ein Ende zu bereiten. Viel zu lange schon habe ich das Gefühl, meinem Ziel nicht näher zu kommen. Hier muss einfach irgendwas sein. Ja, das werden wir sehen, ob hier irgendwas ist. Ja, hier ist auch was. Hier scheint das Ende der Höhle zu sein. Baldur und Larius Buch... Keiner darf... Oh, 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 da ist das Foto von Selene und Larius. Jetzt wissen sie wahrscheinlich, dass sie mal ein Paar bzw. Geschwister waren. Niemand ist hier. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Wo sind die denn schon wieder hin? Ja, Selene auf dem Gemälde. Vielleicht können wir einfach das Lariana geben und sagen, jetzt haben wir alle Gemälde. Das ist Selene. Das darf ja wohl nicht wahr sein. In alle Ewigkeit Geschwister Varianes. Okay, spätestens jetzt wissen sie, okay, die sind Bruder und Schwester. Geschwister? Kann das wirklich Larius sein? Bruder und Schwester, warum hat sie das nie erwähnt? Oh je. Selene hat mich angelogen. Selbst wenn sie noch dabei ist, sollten wir sie dort abfangen können. Zufluchtszauber, um uns dorthin zu bringen. Nein, 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 Moment, wir gucken uns hier erstmal um. Schattenrune. Voller Heil- und Bluttränke. Offenbar gut, wollte sich auf jemand was vorbereiten. Die nehmen wir mit. Blutelixier, Heilelixier, starkes Heilpulver. 15.000. Und einen Beherrschungsring. Oh je, Selene, jetzt musst du ein bisschen was erklären. Oh je.
ich mir gar nicht aussuchen durfte, wo ich hingehe. Was, halte den Schild, hier darf niemand rein. Was, Vampirmagier? Magische Bewegung stärkt den Schild, Eroberung darf nicht unterbrochen werden. Aska vernichten und alles, was zu... Ach, ich werde gerade angegriffen von Baltur und Larius. Keine Unterstützung mittels Zauberreihen, mehr Macht zum Schutzschild. Jetzt lande ich außerhalb von der, vom Schloss, oder? Warum sind wir denn hier gelandet? Abtrünnige Vampire, dann kommt mal her. Vampiranführer, gibt allen Bescheid. Ja, kommt her. Das darf ja wohl nicht wahr sein, nicht schon wieder. Niemand darf es wagen, mich und mein Schloss anzugreifen. Guck an, Vampire und Soldaten Seite an Seite, um mein Schloss zu zerstören. Jetzt bin ich wirklich wütend. Ja, ist er wirklich. Schon hat er den Berserker-Ding drauf. Lichtstrudel auf den Vampir, Blutregen, angreifen. Tötet mal den Vampir zuerst. Ich habe irgendwie das Gefühl, der ist am bösesten. Jawoll! Und der hieß Vampir-Anführer. La, vergiss es. Das sieht aber wieder mal nach Blutsaugen aus. Töte die nicht, töte die nicht, töte die nicht! Oh, 450. Endlich wieder Menschen als Gegner. Ja, das war ja eine enge Kiste, Skelett. Du hättest es ja fast geschafft. Jetzt erobern wir mal das Schloss zurück. Normale Seele, bisschen Gold, bisschen Erfahrung. Selene, bist du hier? Vielleicht kämpft sie da drin. Holen wir uns mein Schloss zurück. Aska nicht gefallen wird, kannst du notfalls die Belagerung verlassen, um dich woanders zu versorgen. Skelettwachen werden vielleicht noch ein klein wenig durchhalten. Das klingt aber so, als sollte ich mir keine Zeit lassen. Ich habe gerade überlegt, die Menschlichkeit runterzumachen und das Pentagramm zu holen, aber wir machen das jetzt sofort. Was zum Teufel? Ich hätte so viele Vampirdiener, die halten doch diesem Angriff wohl stand. Das ganze Schloss würde überrannt, ja, dass wir das ändern wollen. Wer auch immer den Angriff leitet, ich werde ihn zerreißen. Sicherstellen, dass die Bruchstücke noch im Keller sind. Beschäftigen Teil der Angriffe, überprüfe den Keller, finde den Anführer. Kann ich hier nicht mithelfen? Okay, nee, hier kann ich nicht mithelfen. Okay, hier kann ich nicht mithelfen. Das heißt, wir gehen mal so schnell wie möglich nach unten. Blutsaugen! Greif mal, keine Ahnung, den an. Oh, endlich Menschen. Oh, ich liebe es. Oh, Blutsaugen. 500. Naja, die Frage ist, wer führte den Angriff an? Das müssen ja Larius und oder Sir Baltur sein. Wenn ich raten muss, ist es vielleicht Sir Baltur und Larius ist vielleicht noch in seinem Turm. Wenn ich mal raten würde. Ja, Blut. So, das ist eure letzte Runde, meine Lieben. Naja, ihr habt euer Möglichstes getan. Das war's für euch. Tja, ob die Bruchstücke noch da sind. Wenn er mich schon da runter schickt, werden sie wahrscheinlich nicht da sein. Wahrscheinlich benutzt jemand anders jetzt den.
den Zauber. Wahrscheinlich ist die Tafel schon zusammengesetzt. Warum sind hier keine Skelettwachen? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Bruchstücke dürfen nicht gestohlen sein. Aber wenigstens foltern sie noch. Und oh, meine Bruchstücke sind sogar noch da. Ja, mein Silber mehr oder weniger auch. Nein, das Skelett ist weg. Aufgrund des Angriffs können wir das Schloss, können wir Silber nicht verkaufen. Bitte kümmert euch darum. Ja, ja, gleich. Ich wollte nur gucken, ob es beim Silber gut geht. Sie ist immer noch eingesperrt. Die Bruchstücke sind anscheinend noch hier. Was, ein Teil fehlt? Warum denn nur eins? Bestimmt der verdammte Anführer suchen wir ihn und reißen die Gedärme aus. Warum sollten die denn nur ein Teil mitnehmen? Ich meine, es reicht, dass wir die Tafel nicht fertig kriegen. Aber warum sollten die denn nur eins mitnehmen? Wollen sie den Zauber nicht selbst benutzen? Ich habe die Elras in dem Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich sie von der Steintafel überhaupt schon habe reden hören. Naja, vielleicht hat er, vielleicht, keine Ahnung, hatte er nicht genug Platz mehr. Vielleicht hat er nur auf dich zu heilen. Naja, wir werden es rausfinden. Wer auch immer hier diesen Angriff leitet, der wird mir einige Fragen beantworten müssen. Oh, es wird wahrscheinlich Larius sein. Und ich muss überlegen, ob ich ihn töten soll oder... Oh, Selene. Oh, Selene. Geht mir aus dem Weg, ihr Schwächlichen. Ich würde mal sagen, wenn sie irgendwo sind, sind sie entweder auf dem Dach oder im Thronsaal. Kann ich da mal vorbei? Normale Seelenpaar. Geht mir doch aus dem Weg, ihr schwächlichen Vampire. Glaub's ja wohl nicht. Zack. Und alle brennen. Er hat sowieso kein Blut mehr. Hör auf, den noch zum Bluten zu bringen. Greift sie einfach an und tötet sie einfach. Wie viel denen wohl bezahlt wird, dass sie sich uns gegenüberstellen? Alles haben wir kaputt gemacht. Das Haus der Freudentränen haben wir kaputt gemacht. Den Tempel des Blutes haben wir kaputt gemacht. Was für Chancen rechnen sich denn bitte die paar Gammelvampire aus? Ich kann immer mich auf ihn verlassen, dass er genau dann krittet, wenn ich es brauche. Oh, geht doch weg von mir, ihr Flaschen. Ist ja fürchterlich. Komm, Lichtstrahl, einfach weil ich es kann. Ja, fast. Wobei, der stirbt wenigstens noch. Der stirbt wenigstens noch am Feuer. Blutfrost. 1000, okay, jetzt stirbt er nicht mehr. Bin so gespannt, was jetzt hier passiert. Die können doch nicht ewig vor mir davonrennen. Wobei der Baldur verschwindet bestimmt und versteckt sich dann irgendwie in der Burg. Und dann müssen wir halt die Menschenburgen angreifen. Wobei, damit habe ich auch kein Problem. Die ganzen Menschen anzugreifen. Oh, das wird so angenehm. In jedem Kampf Blut saugen können.
Das wird so angenehm. Dünn, dünn, dünn. Hier sind wir. Ja, wenn ich mal raten müsste, wartet da vorne im... Ich kann ja mal versuchen, von der Seite rein. Ich höre etwas im Thronsaal. Ja, das dachte ich mir. Hier ist es, der Thronsaal. Wir werden rausfinden, was da drin ist. Wie wär's denn nochmal mit dem Cliffhanger? Ich liebe Cliffhanger. Leute, wir gucken uns in der nächsten Runde an, was da im Thronsaal los ist. Ich will nur nicht immer diese 1-Stunden-Marke überschreiten, weil dann sieht es irgendwie so lange aus. Das ist wie, wenn du in einen Laden reingehst und anstatt für 10 Euro was für 9,99 Euro siehst. Und denkst du, oh, voll geil. Und bei unter einer Stunde denkst du, oh, es geht ja noch, ist was Schnelles für zwischendurch. Und bei über einer Stunde denkst du dir, boah, echt. Deswegen machen wir hier einen Cliffhanger, sehen uns in der nächsten Runde wieder und gucken, was in dem Thronsaal los ist. Ich werde es gleich erfahren, weil ich direkt weiterspielen werde. Dann, liebe Leute, bis gleich.